Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Welt von Drakensang Online. Ja, es ist jetzt schon etwas länger her, dass ein Video kam. Heute geht es diesem Helm hier an den Kragen. Und zwar hat dieser ja momentan einmal Schaden und dreimal kritische Trefferwertung drauf. Wenn wir nun mal ins Schließfach schauen, dann sehen wir an irgendeiner wunderschönen Stelle, genau hier, ist mir letztens ein Damage-Helm gedroppt und zwar mit 38,443%. Das ist natürlich nicht das Maximum, das sehen wir auch. Es sind zwei 77er-Werte, ein 78-prozentiger und ein 80-prozentiger Wert. Ich werde dann später probieren, hier noch zum Beispiel diese Platin-Werte zusammenzukraften, aber dafür möchte ich diesen Helm hier schlussendlich nicht wasten. Genau. Als allererstes würde ich sagen, wir machen Bilder von den unterschiedlichen Stats. Und zwar wäre das hier jetzt erst einmal die normalen Stats ohne Essenzen. So, wenn es jetzt nochmal abschmiert, dann mache ich das anders. Also hier einmal ohne Essenzen. Und aktuell ist es so geskillt, dass ich hier im Prinzip mehr kritischen Schaden habe, deswegen auch die 390%. Deswegen skill ich jetzt hier auch mal auf den ersten Wert, sodass wir hier auch nochmal die Stats haben mit weniger kritischem Schaden, aber 50 Punkte auf normalen Schaden geskillt. Jetzt packen wir an der Stelle mal die weißen und die grünen Essenzen rein. Skillen hier wiederum auf die 2 und schauen, okay, jetzt sind es 40k Damage aktuell im alten Bild. Und dann skill ich hier wieder um. Dann sind es 44k Damage. Und habe natürlich jetzt jedes Mal einen Screenshot gemacht. Mit grünen Essenzen sind es dann 47k Damage. Und auf der Skillung 2 sind es 43k Damage. Was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, ist hier den grün-weißer reingetan, ja. Der kommt natürlich noch mit dazu, der pusht das auch nochmal um 3k. Da kann man aber sagen, der grüne Beißer macht genau das, was die Essenzen auch ausmachen. Also das geht, wie ihr hier sehen könnt, halt genauso hoch. Und wenn ich jetzt hier noch die 1 skille, dann sind es halt 50k Damage, ne. Also das ist nichts großartig anderes. Trotzdem würde ich sagen, mache ich zumindest vom Damage-Wert her gesehen, oder wir machen einfach von allen dreien nochmal einen Screenshot. Also, ohne Essenzen mit Raptor, mit grünen Essenzen und dem Raptor. Das waren jetzt weiße Essenzen. Mit weißen jetzt mit grünen. Und dann müssen wir hier an der Stelle nochmal umskillen. Zack. Und da haben wir hier die 40k. Dann haben wir hier die 43k und bei Grün die 46k. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon loslegen. Und zwar hier logischerweise die Steine rausmachen. Dann habe ich hier 25 Millionen Glyphen drin, also muss ich mir auch keine Sorgen um die Glyphen machen. Glyphenentfernung immer nochmal checken, dass es nicht einschmelzen ist. Und dann können wir das hier an der Stelle durchführen. Genau, der ist gerade ausgerüstet, das ist mir auch bewusst. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen jetzt diese 4 Werte da drauf ziehen, brauchen jetzt dafür entsprechend die Makellosen und die Drakenkerne, jeweils 450 Stück davon. Und somit ist der Helm jetzt mit viermal Damage drauf. Und die Crit-Werte, die vergleichen wir dann auch noch. Das sinkt natürlich jetzt erstmal fatal. Das heißt, ich packe jetzt erstmal den Helm rein, ziehe den wieder auf Level 60, packe dort dann auch jetzt wieder die Steine entsprechend rein. Und dann machen wir hier noch die Runen rein.
Und dann schauen wir jetzt schon mal. Was ich nicht verstehe ist, normalerweise müsste doch der Schaden wesentlich höher sein. Ja, das sind jetzt das ist jetzt im Prinzip auch wieder nur eine Damage-Verschiebung von um die 3k. So. Jetzt habe ich aber hier noch den grünen Beißer drin. Zack. Wenn ich den rausmache, dann sind es mit grün 50k bei Skillung auf Damage. Aber das sind doch auch die Werte, wie ich sie vorher schon hatte. Oder irre ich mich da jetzt? Naja, wir vergleichen das auf jeden Fall gleich nochmal. Und es kann doch echt nicht sein, dass die Waffe so krass viel ausmacht, nur weil die dann 1250 zum Beispiel hat bei 100%. Das verstehe ich einfach nicht. Das verstehen auch viele andere nicht. Jetzt gucken wir mal mit der Arachna-Puppe. Da sind es jetzt aktuell 68%. Das heißt, diese muss auf jeden Fall nochmal abgegradet werden. Ist da jetzt überhaupt... Ach, die habe ich gerade gar nicht angelegt. Ich dussel. Ja, okay. Gut, die muss trotzdem sowieso aufs Maximum gezogen werden. Wie wir ja sehen, der Plan war ja dann auf Infernal 4 die 80% zu haben. Und das sollte ich auf jeden Fall haben, wenn ich hier die gute Arachna-Puppe nochmal upgrade. Immer wenn man die upgradet, tut er die nicht automatisch wieder ausrüsten. Genau, jetzt habe ich im Prinzip hier die 80% bei gesteigerten Schaden. Mit grün, wie gesagt, jetzt 51k. Da kann ich jetzt halt nicht mehr den Raptor reinmachen, beziehungsweise den Raptor kann ich reinmachen, wenn ich nur auf Infernal farme. Das ist halt jetzt der Nachteil, na, selbst Infernal 2 und Infernal 3 sind halt jetzt leider nicht mehr dabei. Was man da aber machen kann, jetzt auf diesen speziellen Modi, ist natürlich, sich hier so einen Crit-Buff zu kaufen, wenn ich den noch zur Verfügung habe. Ich befinde mich jetzt hier in Jaeshofen und dort könnt ihr euch hier an der Stelle das Tonikum der Präzision kaufen. Das heißt, das kaufe ich mir jetzt auch mal 10-mal. Und dann muss man natürlich noch dran denken, sich zum Beispiel den Schadensbuff zu holen. Den gibt es hier in Hiraya. Und mit dem Schadensbuff könnte ich dann auch noch den Schaden ausgleichen, wenn ich keine Lust hätte auf One Speed. Das kommt halt wirklich drauf an, was man an der Stelle macht. Halt hier noch eins runter, zack. Und bei dem hier gibt es, wie gesagt, die raffinierte Arznei der Macht. Davon kaufe ich jetzt auch mal 10 Stück. Und damit könnte man dann jetzt hier an der Stelle das nochmal ausgleichen und könnte sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in die große Wüste gehe auf Infernal 3, ist es ja vorteilhaft, wenn ich dort wirklich auch die 80% Crit habe. Jetzt muss man noch dran denken, wenn man alleine farmt, will man hier gerne an der Stelle noch den hier machen, sodass man hier 390% hat. Und dann kann man hier jetzt das ausgleichen, indem man jetzt mal guckt, okay, es sind jetzt 72% auf Infernal 3. Eigentlich nicht ganz schlecht. Das könnte man jetzt, wie gesagt, damit auf jeden Fall rausholen. So hat man die 80% sogar auf Infernal 4, wenn man da jetzt so vorgehen möchte, aber bei Infernal 4 brauche ich auf jeden Fall diesen Lebensbuff, ne? Und das macht es halt aus. Das sind jetzt hier die 50k und wenn man das jetzt hier wieder umskillen würde, was gerade natürlich nicht geht, das können wir aber jetzt an der Stelle auch in der City anschauen. Und zwar, dann sind es halt wieder die gewohnten 54k, aber hier unten weniger Crit-Schaden. Das heißt, am besten doch hier wieder so rumskillen, ne? Und da haben wir jetzt hier die beiden Buffs genutzt. Und ansonsten, wenn ich Infernal 4 farme, würde ich dann die Arachna-Puppe reinmachen.
Und je nachdem, was ich tue, kann ich immer noch hier 24% mehr Schaden reinnehmen, um im Prinzip genau den Beißer hier um 1% zu überbieten. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Genau. Und damit sind wir so gesehen mit dem Video schon mal durch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich verstehe trotzdem nicht, woran das jetzt noch großartig liegt. Ich meine, hier fehlen im Prinzip 2% Damage. Es sind keine Platin-Werte. Trotzdem sind hier 5-mal königliche Steine drin. Ja, die Waffe ist nur 80%, aber es kann doch nicht sein, dass das so viel fehlt zu, im Gegenzug zu jemandem, der dann 60-65k Damage hat. Wobei man natürlich auch sagen muss, okay, mit grünen Essenzen, aber die haben das ja, ohne Essenzen haben die das ja. Und das ist halt das Komische. Genau, also schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und damit würde ich mich natürlich recht herzlich von euch verabschieden. Haut rein, euer Zhadas.